Hallo, Breisach Video und Tour. Wir haben heute den schmutzigen Dunstig 2017 und es ist der Hemdklungi-Tag, wie man unschwer an meinem Outfit erkennen kann. Wir befinden uns hier vor dem Zapfhahn der Kultkneipe in Breisach und wollen den schmutzigen Dunstig heute im Zapfhahn filmen. Lasst euch überraschen. Hallo Sabine. Wie lange machst du denn eigentlich schon Fasnacht? 40 Jahre. Und wie war das früher im Gegensatz zu heute? Es war genauso schön. Heute sind viele jüngere Leute dran. Aber wir haben genau unsere Fasnacht auch gemacht. Egal welches Wetter, wir machen Fasnacht. Wir gucken den Gauklertag an. Wir genießen die Atmosphäre. Und es ist einfach schön. Wir haben ein bisschen Essen, was zu trinken dabei und es macht unheimlich Spaß. Der heutige Abend. Super, wie immer. Letztes Jahr super gewesen, heute super. Super Stimmung, super Leute, klasse. Du hast jetzt den Zapfhahn seit wann als Wirtin? Ein Jahr. Im Januar war es ein Jahr gewesen. Und wir kennen dich aber schon länger im Zapfhahn. Ja, ich habe vorher schon noch 3 Jahre unterm Eckart gearbeitet hier. Und wie wir sehen, hast du dich auch hinter der Theke verstärkt? Ja. Heute haben wir 4 Leute, einer für Getränke alles, weil sonst schaffen wir es nicht. Und die Gäste sollen ja nicht lange auf die Getränke warten. Was war die Motivation, den Zapfhahn zu übernehmen? Mein Herz hängt am Zapfhahn. Seit ich mit dem Eckart den Umbau war, mir zusammen Zapfhahn gemacht hat, ist mein Herzblut, ist der Zapfhahn. Was sagt er auch? Kult hat einen Namen, Zapfhahn. Genau, so schaut's aus. Nächste Präge. Ajo! Das Schönste heute Abend ist Kommunikation zwischen den verschiedenen Vereinen. Das ist einfach mal ein bisschen Kontaktpflege. Gemeinschaftkeiten finde und miteinander. Wie man sieht, ist die Stimmung schon wunderbar im Zapfhahn und das, obwohl wir erst 22 Uhr haben und das ist erst der Anfang. Es wird noch weitergehen. Hallo Ernst, warst du wieder auf dem Platz? Ja, diesmal nicht bei der Autoshow, diesmal Fasnachtsfete im Zapfhahn. Ne? Also, super Fete, super kleine Kneipe. Super kleine Kneipe, passt alles perfekt hier. Wo kommt ihr denn jetzt her? Wir kommen von der Innenstadt. Wir waren noch im Bächtel und haben dort noch gespielt, ein wenig in der Kneipe. Ist was los in der Stadt? War was los? Also in der Innenstadt schon noch beim Humpe dort und beim Schlüssel, da ist noch viel los. Im Bächtel leert sich so langsam und alles zieht hier nach hinten. Wie lange sind Sie schon im Zapfhahn Gast? Ich bin immer nur einmal im Jahr hier zur Fasnacht hier. Und ich genieße die Fasnacht immer hier, weil sie wunderschön ist. Das war ein Einblick in den Zapfhahn, in das Fasnachtsgeschehen in Zapfhahn der Kultkneipe in Breisach. Kult hat einen Namen, Zapfhahn, den wir euch gezeigt haben. Wir haben die Bayergelschnepfen gesehen, wir haben verschiedene Narrennester auch gesehen.
Wir haben mit alten, mit jungen Fasensbegeisterten gesprochen. Und alle sagen wieder, die Breisacher Fasen ist etwas ganz Wunderbares. Da freuen sie sich das ganze Jahr drauf. Und das sind die Breisacher auch immer sehr gerne aktiv. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen, interessanten Einblick bieten von der Breisacher Fasen. Bis demnächst wieder. Tschüss, tschüss.